Herzlich willkommen bei Hallo Schuster. Und ich habe gerade überlegt, was kann man zu einem Schuh wie diesem hier sagen? Der ist sehr teuer. Er kostet, fällt nicht um, 190 Euro. Und dann habe ich ihn mir mal genau angeguckt. Und wenn man wirklich mit Augen eines Fachmanns auf so einen Schuh draufschaut, dann hat man schon seine lichten Momente. Einmal von der Verarbeitung. Ne? Das ist also hier, ich kann das so gar nicht, und das wird wahrscheinlich die Kamera auch nicht so mitnehmen, aber die Verarbeitung von diesen Nähten und von diesem Leder, wie die das hier gemacht haben, das ist schon ganz, ganz allererste Sahne, muss man ganz wirklich sagen. Und dann ist hier von innen drinne ein ganz hochwertiges Kalbsfutter eingearbeitet. Also ich betone, Kalbsfutter. Das ist also das teuerste Futter, das es gibt. Und da ist an diesem Schuh ist keinerlei Manko dran oder sonst irgendwie etwas. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Ja, und dann, es ist ein Finnkomfort, natürlich Finnkomfort aus Haßfurt in Bayern. Das ist eine ganz, ganz tolle Firma. Die machen wirklich gute Schuhe. Die Schuhe sind endlos haltbar. Also die Kunden sehen wir teilweise über Jahre nicht, die sich ein paar Finn kaufen. Und dann kommen sie irgendwann mal wieder in den Laden und man denkt, Mensch, den hast du schon mal bedient? Ja, ist aber ein paar Jahre her. Die Schuhe kennst du auch, ja. Ne? Die ändern sich ja immer mal so ein kleines bisschen in so Details. Und dann, ach ja, richtig, das war die und die oder der und der. Und das ist bei dieser Ware, das macht einfach Freude, wenn die Kunden so lange gut von einer Ware haben. Das ist eine tolle Form. Das ist eine super Verarbeitung. Der Schuh ist also bis vorne in die Spitze mit Leder gefüttert. Das ist also nicht so, dass es nur so ein Halbfutter, so ein Täuschfutter drin ist und vorne ist dann irgendein so ein Stoff drin. Nein, das ist wirklich bis in die Spitze mit Leder gefüttert. Das ist vom Material her ein Schuh. Auch dieses Leder hier, dieses Glattleder, das ist das teuerste Glattleder, was man bekommen kann am Markt. Ne? Da geht dann nur noch Spezialleder, die noch viel teurer sind. Ich sag mal so Pferdeleder oder Dorschleder oder Lachsleder. Das, all so ein Zeug gibt das, das ist teurer. Aber dieses hier als Rindleder, man sieht es ja auch, dass da keine Fehler drin sind. Schuhe, wo Fehler drin sind, werden dort sofort aussortiert. Das sind makellose Materialien und eben eine makellose Verarbeitung. Ganz ehrlich. Ich kriege auch immer Tränen in den Augen, wenn ich dann sagen muss, Mensch, der Schuh kostet 190 Euro, aber sie sind es wirklich wert. Und das sind auch die Füße unserer Kunden wert. Kommt mal in den Laden, probiert mal diese Schuhe, nehmt sie einfach nur mal in die Hand und seht sie euch mal an. Dann werdet ihr den Unterschied merken. Ich danke euch erstmal für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns mal im Laden oder wenn ihr euch die Schuhe mal mit großen Bildern angucken wollt, hier, da findet ihr sie.